Meine Fresse, ist die rostig geworden? Jetzt muss ich, glaube ich, da gleich mal eben hin und muss denen sagen, wo die hin muss. Die muss nämlich ziemlich genau liegen. Ich hatte ja eine Vorstellung von einer Aufgabe. Diese Aufgabe war, dass die Skulptur einmal die Welt umreißt. Und das hat sie im Grunde genommen ja geleistet. Die ist 5 Meter lang und wiegt 6 Tonnen. Ist massives Gusseisen. Damals haben dann 1988 25 Leute quasi das Projekt gesponsert, indem sie Kunstwerkanteilsscheine und Kunstwerke gekauft haben, sodass dann nach einem Jahr die Skulptur nach meiner Vorstellung gegossen werden konnte. Und dann gingen viele Besucher bzw. viele Spaziergänger täglich an der Skulptur vorbei, haben die natürlich auch gefragt, was ist das? Und dann hat er gesagt, das ist ein Kunstwerk. Und dann haben die Leute den Kopf geschüttelt und sind weitergegangen. Und dann war er das irgendwann dann auch mal leid. Und als die Leute dann gefragt haben, dann hat er gesagt, das gehörte zu dem nahestehenden Sender. Das wäre ein Teil, das würde die Sendeleistung des Senders beeinflussen. Und das haben die Leute akzeptiert. It is one of the outstanding performances of Dublin 1991. Because the Figura Magica, this big horseshoe-formed artistic object, has successfully finished its first leg of a travel around the world here in Dublin. In Matagalpa, da gab es Leute, die haben felsenfest geschworen, dass sie heilende Wirkung hat und haben sich dann nachts zwischen die Schenkel der Skulptur gelegt haben dann auch tatsächlich gesagt, also am nächsten Tag wären die Kopfschmerzen, die sie vorher schon über Tage gehabt hätten, weg gewesen. Also solche Sachen gab es auch. Und wir haben zu viert in der Nacht zum Jahreswechsel eine Performance gemacht, die hieß Amistades Traer Paz. Und das heißt, Freundschaften bringen Frieden. Und das war eine Sache, die mir auch sehr viel bedeutet hat. Und das natürlich auch dann gerade zu dem Jahreswechsel, also das war ein ganz tolles Erlebnis. Hasta donde queremos llegar, contaminando nuestra ciudad. Und mir ging es letzten Endes natürlich auch darum, dass man durch diese Reise auch Leute kennenlernt, dass man, und das habe ich eben auch erlebt, dass in dieser Zeit, in diesen 18 Jahren, sehr viele Leute sich damit beschäftigt haben und im Grunde auch meine Idee verstanden haben, nämlich, dass die Skulptur eben auf die Erde hinweist, die wir im Grunde genommen, so wie wir jetzt mit ihr umgehen, vernachlässigen. In Japan auf der Insel Omishima, das war übrigens ganz toll, wir sind da unglaublich herzlich empfangen worden. Da war der Bürgermeister, der ganze Stadtrat, die Kunstleute, also das waren ganz viele Leute da. Togo war für mich eine ganz spezielle Erfahrung, muss ich sagen. Viele Länder und Städte haben mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Aber Afrika und Togo, das war ein ganz spezielles Erlebnis. Ça, le fer, c'est pour un ami, je le connais. Et j'ai son adresse chez moi. C'est un ami qui s'appelle Bodo. Wenn die Erde ein lebendiger Organismus ist, dann befindet sich ihre Seele in Afrika. Très content parce que ce que Bodo a fait, c'est pour toute l'humanité. Naja, jetzt im Prinzip habe ich mir vorgestellt, dass die Skulptur also den Bürgern der Stadt gehört und dass sie auch als solche wahrgenommen wird. Und ich denke mal, dass die Leute die einfach auch so als Sitzplatz benutzen werden. Ja, die Kinder, die wissen sofort, was man damit macht. Kein Problem, ne?